Der Notruf einer besorgten Freundin bringt Ilka Fischer und André Matthäus gleich auf die Spur einer folgenschweren und heißblütigen Verabredung. Hallo, hallo. Hallo. Simon ist mein Name. Meine Freundin ist da drin. Die ist Asthmatikerin. Ja? Die ist da am Rumhecheln. Ich weiß nicht, was mit der los ist. In der Wohnung? Ist irgendwas passiert. Ja, direkt hier unten im Erdgeschoss. Haben Sie einen Wohnungsschlüssel? Haben Sie nicht? Nein, habe ich nicht. Hier unten die Tür steht auf. Ich selber wohne auch hier im Haus. Hier in dieser Wohnung? Ja. Okay. Hinten, dass ein Fenster offen ist, haben Sie noch nicht geguckt, wa? Nee, also hier draußen ist alles zu. Es muss aber irgendwas passiert sein. Also die ist früher von der Arbeit gekommen jetzt. Die ist früher nicht gut. Der ging es vorher schon nicht gut. Soll ich Feuerwehr rufen? Ja, guck mal. Hat jemand einen Schlüssel sonst? Kann jemand öffnen? Nee, also ich wüsste jetzt nicht, wer hier einen Schlüssel kurz hat. Also ihre Mutter ganz hat kurz mal ruhig. Ruft einmal um Hilfe. Ja. Sag mal. Hier ist die Polizei! Gehen Sie mal von der Tür weg! Mach mal auf, du. Mach mal auf, du bist gut. Du hast ja richtig Tür aufgenommen. Hallo? Hallo? Oh. Hallo? Ja, okay. Also, geht's Ihnen gut? Das ist jetzt aber nicht Ihre Freundin. Der Doktor ist schon. Ich kenne die Frau gar nicht. Wieso? Wer sind Sie denn? Ich bin Tanja. Frau Tanja, kommen Sie mal hoch. Sie haben doch gerade gehört, dass... Und Schuhe im Bett ist gar nicht schön. Wir haben doch gerade gehört, dass, wie gesagt, haben die Polizei steht vor der Tür, oder nicht? Nein. Wir haben gerufen, dass wir da sind. Okay. Was machen Sie hier? Ich warte auf den Arzt. Hier ist kein Krankenhaus, ne? Also Sie sind offensichtlich nicht hier die Mieterin oder nicht die Eigentümerin. Nein, ich warte. Wie kommen Sie hierher? Ich warte auf... Ich guck mal die andere Wohnung. Ja, ja, mach mal. Klar. Auf mein Dr. Love. Und der lässt nicht lange auf sich warten. Offenbar ist allerdings auch seine Frau gerade nach Hause gekommen. Wo kommen Sie denn jetzt alle her? Du, Sie kommen jetzt gerade. Du betrügst mich? Hey! Ich wohne doch hier. Was ist denn jetzt hier los? Wo kommen Sie denn her? Ich wohne hier, Stefan Merz ist mein Name. Sie waren die ganze Zeit hier in der Wohnung drin. Ja, genau. Wir haben uns da lautstark bemerkbar gemacht, dass die Polizei vor der Tür steht. Ich weiß noch nichts von Polizei. Wo ist denn Ihre Tochter? Die ist arbeiten. Die ist arbeiten. Die ist zu Hause. Was ist mit meiner Tochter? Hat er geschrieben, der geht's nicht gut. Die ist nach Hause gekommen. Was? Julia muss hier irgendwo sein. Okay. Sein. Julia, bist du hier? Ja, ihre Handtasche liegt auch da. Okay. Das heißt, so, du jetzt, hier ich sein. Möchte gerne mal von Ihnen Ausweis jetzt haben. Ist die Hand aus. Ne, weil Dr. Love reicht mir nicht und Frau Tanja reicht mir auch nicht. Von Ihnen möchte ich bitte auch einen Ausweis haben. Und Sie können sich auch gerne ein bisschen bekleiden, so hübsch ist das alles nicht. Und Sie sind jetzt Sie? Ich wohne hier. Sie wohnen auch das hier. Das ist meine Wohnung. Ja, meine er wohnt auch. Auch hier. Ich das auch ist mein hier. Lebensgefährte. Wir sind zusammen. Der, ja. Noch. Gleich nicht mehr. Was soll denn das jetzt heißen? Warum laufen Sie mit dem Kittel hier? Gut. Und, Dr. Love, du siehst doch. Ach, Dr. Love. Ich habe hier meine Freundin zu Besuch. Ja, das haben wir schon gesehen. Noch, wir machen mal die Tür zu. Muss ja nicht jeder sehen. Na ja. Das ist so eine Dreiecksbeziehung hier oder so? Nein, definitiv nicht. An und für 17 Euro. Ich bin nicht hier gewesen. Schwein! Ja. Also du nimmst mich seit anderthalb Jahren auf! Ich doch nicht, ich hab doch keine Kamera. Was ist das denn? Anderthalb Jahren betrügst du mich schon? Wo kommt das her? Seit anderthalb Jahren? Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Was ist denn jetzt? Das Blümchen-Sex immer. Moment. Blümchen-Sex, ja. Ich will alle Filme haben, wo ich drauf bin. Hab ich nicht. Was ist denn das jetzt hier? Ja, weiß nicht, ich hab's gerade in der Hand gehabt. Ich hab keine Kamera installiert. Wo haben Sie das her? Stand. Ja, jetzt. Also Sie treffen, hier stand das Ding. Hier stand das Ding. Also Sie haben jetzt hier regelmäßig, haben sich hier getroffen. Ja. Hier bei ihm in der Wohnung. Ja. Und jetzt merken Sie gerade, dass er Sie aufnimmt. Ja. Gut. Ja. Nicht so schön. Da werden wir uns dann gleich drum kümmern. Weil es ist vornehmlich erstmal die Frage, ist noch jemand hier in der Wohnung? Nein. Sagen Sie mal, was tragen Sie denn da für lustige Accessoires? Das ist ein Anhänger. Ja, darf ich den mal kurz haben? Nee. Doch. Machen Sie mal ab, sonst tut's weh. Der auffällige Schlüssel am Hals der Geliebten macht Ilka Fischer misstrauisch. Nur wenige Augenblicke später bestätigt sich der Verdacht der Polizeioberkommissarin. Wenn man hier passt, komm mal rein hier. Hier was passt. Ist denn da? Hallo? Oh, alles gut bei Ihnen? Julia? Alles gut? Geht's Ihnen gut? Hände auf dem Rücken? Was nicht? Ja. Alle für 17,29? Sie hat einen Asthma-Anfall. Ja. Was ist das Asthma-Spray? Die hat ihr Asthma-Spray bestimmt bei. Wir brauchen hier einmal Notarzt und Rettungswagen, asthmatischer Anfall. Die Frau bekommt recht schlecht Luft. Die Handtasche ist natürlich. Vielleicht ein Arzt. Haben Sie jetzt. Das hier? In Ihrem Schwestern. Ja. Oh ja, machen Sie diese mal. Diese Krankenschwester. Machen Sie mal. Haben Sie gefunden, ja? Das Asthma-Spray? Ja, haben wir. Alles okay bei Ihnen?
Wer hat hier den Schlüssel von den Plüschhandschellen? Los jetzt! Wer hat denn Ihre Tochter erfüllt? Wer hat von euch hier nur meinen Spaß haben? Was? Ich weiß davon überhaupt nichts. Das ist doch meine Tochter. Ja. Alles okay bei Ihnen? Wir hatten jetzt den Schlüssel für die Handschellen. Ich habe zum Dreier eingeladen. Dreier, du spinnst doch wohl. Ich mach doch keinen Dreier mit meiner Tochter. Das wusste ich nicht. Nee, mit dir wollte ich Spaß haben. Im Glauben, die junge Frau sei Teil eines erotischen Rollenspiels, hat die Geliebte das Leben der Tochter aufs Spiel gesetzt. Die steht immer noch unter Schock. Können Sie mir was sagen? Ich bin hier reingekommen und dann war diese Frau da. Ich kenne die gar nicht, ich habe die noch nie gesehen. Das ist nicht meine Mutter, das ist meine Mutter. Und diese Dame da? Ja. Was hat die da gemacht? Die hat mich einfach irgendwie ins Bad eingesperrt, mir Handschellen angelegt. Ich wusste gar nicht, was los war. Okay. War total. Okay. Aber jetzt, jetzt ist es besser? Haben Sie die Dame schon mal gesehen vorher hier? Noch nie. Noch nie gesehen. Aber Sie sind jetzt auch zu früh von der Arbeit hergekommen, ne? Habe ich gerade von Ihrer Kollegin gehört. Mir ging es nicht so gut. Und dann, ich habe mein Asthma-Spray jetzt gehabt. Jetzt ein bisschen besser. Ein Krankenwagen kommt jetzt aber trotzdem. Der guckt Sie gleich dann nochmal an. Ja, okay. Kann ich dann jetzt gehen? Nee. Sie bleiben jetzt erstmal. Setz dich mal da auf den Sessel. So, was ist denn jetzt hier alles hier passiert? Sie haben davon gar nichts mitbekommen, oder was? Von was jetzt? Ihre Tochter kommt nach Hause? Nein, nein. Jetzt sie gesagt, sie arbeitet. Ihre Tochter kommt nach Hause, ihre Gespielin oder sonst irgendwas fesselt sie im Badezimmer und Sie haben davon nichts mitbekommen. Nein, keine Ahnung. Das war nicht abgemacht. Wir zwei wollten... Ich wusste nicht, dass es deine Tochter ist. Ich dachte, du hast sie zum Dreier eingeladen, weil sie auch eben ein Arztkittel, also eine Krankenschwester, arbeitet als Krankenschwester das durch Zufall. Das weiß ich doch nicht. Das hast du mir seit anderthalb Jahren nicht einmal erzählt. Du musst doch nicht alles wissen. Mensch. Und das sind jetzt hier irgendwelche Nebenbeispielchen. Gut, da möchte ich mich jetzt gar nicht einmischen. Ja, ich bin Dr. Love und sie ist meine Gespielin. Und mehr war nicht geplant. Ja, okay. Das ist jetzt hier mächtig aus dem Ruder gelaufen. Sollen wir mit der jungen Dame dann zum Kommissariat fahren? Dass sie da einmal vernehmen, hier mit Freiheitsberaubung? Und zwar war das wohl so, dass die Tochter früher Feierabend gemacht hat, weil es ihr so schlecht geht. Sie durch Zufall aber auch im Krankenhaus als Krankenschwester arbeitet. Also kam sie mit der Bekleidung, mit ihrer normalen Berufsbekleidung, weil es ihr so schlecht ging, hat sich nicht mehr umgezogen, nach Hause. Jetzt hat natürlich die leicht bekleidete Dame mit den Doktorspielchen gedacht, ups, vielleicht will ja Dr. Love einen Dreier machen und hat sich gedacht, das ist Teil des Spiels. Hat diese Tochter halt leicht überwältigt, weil es ihr halt so schlecht geht und hat sie mit Plüschhandfesseln, die natürlich trotzdem stabil sind, im Badezimmer gefesselt, um sie danach hinzuzufügen zu diesem Spiel, zu diesem Doktorspielchen. Keine Ahnung, was sie sich da vorgestellt haben. Jedenfalls war es von ihr anscheinend nicht böse Absicht. Also sie hat sie jetzt nicht gefesselt, um sie auszusperren, sonst irgendwas, sondern wirklich gedacht, dass sie zu diesem sexuellen Spiel dazugehört. Gut, was ist jetzt mit dem Aufnehmen? Wir haben die junge Dame hat jetzt eine Kamera da gefunden. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Weißt du mal? Sie können sich zwischenzeitlich mal was anziehen. Gemacht. Ziehen Sie sich mal was an, wenn Sie die gleich Kamera installiert. Warum machst du sowas? Warum? Ja. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nachts schnarchst wie ein Walross? Wie oft? Ich schnarche nicht. Und deshalb habe ich die Kamera installiert, um dir zu beweisen, dass du es doch tust. Gut, und was habe ich stattdessen sehen müssen? Okay. Das Flickchen in meinem Bett, ich glaube, also es geht los. Ja, bei dem Blümchen haben das also vorher schon mal. Gut. Sie haben das jetzt vorher schon mal mitbekommen und haben das eigentlich schon vermutet, dass da heute was passiert. Oder war das jetzt gerade? Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe diese Kamera nur installiert, weil er nachts schnarcht. Tierisch. Und das war jetzt heute denn zufällig der Fund, der Zufallsfund. Ganz genau. Okay. So, Sie sind fertig? Gut. Wir sind auch fertig, ne? Ja gut, das ist ihre eigene, ganz schnell. Ihre eigene familiäre Geschichte. Ich möchte nur nicht, dass es hier gleich zu einer Schlägerei kommt oder was. Dann geht einer von den beiden nämlich mit. Und ich glaube, das werden wahrscheinlich eher Sie sein als die junge Dame. Definitiv. Ne? Wie auch immer, das klären Sie bitte untereinander. Okay. Der Krankenwagen ist jeden Moment da. Wir gehen mit ihr schon mal runter, dass Sie das einmal angucken lassen. Ne? Okay.